YouTube, da bin ich wieder. Und ihr ja offensichtlich auch. Ich bin Chris, ganz genau. Das hat Prinz schon völlig korrekt formuliert. Und apropos Prinz, ich habe Bilder drucken lassen. Die sind entstanden mit der Mini 2, die ich in der Hand hatte, während ich auf einen Baukran geklettert bin, weil in der Stadt darf man ja nicht fliegen, offensichtlich. Aber nur mal das zur Bildqualität. 30 x 40 cm und man erkennt kleinste Details. Ich bin wirklich richtig begeistert. Das eine ist so ein bisschen Sunset-mäßig. Also würde ich als Lowlight-Situation bezeichnen. Und das andere war im Morgengrauen in einer Schneelandschaft. Fantastisch. Also man kann sehr, sehr gut Bilder ausdrucken, die mit der Mini 2 gemacht wurden. Das geht tatsächlich, finde ich geil, gefällt mir. Das dazu gibt es übrigens nicht zu kaufen. Ja, man muss ja nicht alles verkaufen. Ne? Das dazu. Meine Mini 2 lebt noch, ist relativ erstaunlich, weil ich nämlich voll vor einen Baum geflogen bin. Wie ist das passiert? Ja, dumm einfach. Ich war einfach dumm. Ich habe aufs Display geguckt beim Abheben, weil da so eine blöde Warnung kam und habe nicht aufs Fluggerät geguckt. Und dann kam die Warnung und ich wusste nicht so, Und dann zack, Bomben vor dem Baum. Und ich so, fuck und was? Und ja, und dann ist aber irgendwie nichts passiert. Das war ganz morgens und ich wollte den Tag über eigentlich fliegen, wäre toll gewesen, wenn es dann zu Ende gewesen wäre. Der Baum stand übrigens direkt an einem Fluss und dann, also wenn, dann wäre die voll auch noch in den Fluss reingefallen. Das war einfach ein bisschen dumm von mir. Gut. Also ich habe es auf Beschädigung überprüft. Im Gimbal ist nichts passiert, der ist irgendwie, glaube ich, einfach mit den Propellern in so einen Ast rein. Die Propeller sind noch intakt, ich habe die alle mal abgetastet, auch die Beine, alles ist noch okay. Zum Glück nicht so viel passiert. Aufregend. Aufregendes Leben. So, deswegen habe ich das Video auch genannt Frühlingsabenteuer. Das war ganz schön abenteuerlich. Aber das war eigentlich das einzig Abenteuerliche. Ich bin noch ein bisschen hier durch die Gegend geflogen, am schönen Niederrhein. Und das gucken wir uns jetzt zusammen mal an. Ich kommentiere aus dem Off. So, also erstmal Power auf das Ding, die Schrauben drehen und dann geht's los. Ja, das war tatsächlich mein Abenteuer. Das war, nachdem ich vor dem Baum geflogen bin. Aber ich dachte, komm, jetzt bin ich eh schon mal in der Luft. Und da war irgendwie das Ding, ich habe eine Warnung gekriegt. Das Fluggerät geht in den Sinkflug automatisch. Also da ist anscheinend eine DJI No-Fly-Zone, während Dronic aber sagt, dass da der Flug erlaubt ist. Deswegen war ich auch so ein bisschen verwirrt. Ja, das ist halt das Foto davon. Jetzt gar nicht mal so spektakulär. Hätte sich eigentlich gar nicht gelohnt. Also das war die Diskrepanz. Dronic sagt, ist kein Problem, starte ruhig. Und dann kam nämlich dieses Pop-up-Ding da auf dem Display. Und deswegen war ich verwirrt, hab nicht auf die Drohne geguckt und bin in den Baum geflogen. Das so zu meiner Analyse. Geht in 15 Sekunden in den Sinkflug. Ja, also wenn man da ein bisschen Gefühl hat, 90 Sekunden sind lang. Da kann man viel erleben. Ja, dann ist es tatsächlich automatisch gelandet. Also da konnte ich auch nicht mehr eingreifen. Ich habe noch probiert irgendwie. Ja, also man kann noch die Richtung ändern, aber die Drohne geht einfach runter. Ziemlich krass. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Gut, also Autorisierungszone fliege ich nicht mehr. Dann weiter am schönen Niederrhein. Ich bin ein bisschen durch die Gegend gefahren, habe mir ein paar Sachen angeguckt. Ah, schön diese Windräder. Ich finde das ja wirklich schön, ne? Diese saubere Energie, die da so rauskommt. Gut. Auch hier habe ich Fotos gemacht, beziehungsweise eins, was dann übrig geblieben ist. Ja, gar nicht so spektakulär. Der Tag ging zu Ende. Das war echt schön, ein schöner Sonnenuntergang. Konnte ich leider nicht mehr machen. Ich hatte echt nicht mehr Zeit. So, dann bin ich noch zu so einem See gefahren, irgendwo hier in der Nähe. Habe da ein schönes Foto gemacht. Das bearbeiten wir gleich zusammen. Das zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Ist aber auch egal, wenn das Ausgangsmaterial gut ist, muss man ja eh nicht so viel machen. Da war ich auf so einem Baumwaldlabor, heißt das. Ist hier ja, auch in der Nähe von Köln. Ist tatsächlich ganz schön, wenn auch so ein bisschen alles künstlich angelegt. Und das fand ich echt nice, weil diese zwei Leute da oben so durchs Bild gelaufen sind. Ja, dann war ich mal wieder unterwegs, bin im Zug nach Viersen gefahren, ins schöne, hässliche Viersen. Hab da ein paar Bilder gesammelt.
bin da ein bisschen durch die Gegend geflogen. Ich musste da was erledigen auf dem Rückweg an den Tulpenfeldern vorbei vom Tulpenhof Franken. Kann ich nur empfehlen. In Grevenbroich ist der wunderschön. Also jetzt auch nicht nur zum Fotos machen, sondern auch wirklich, die haben wahnsinnig coole Tulpen. Ich dachte, ich gucke mal, wie die aus der Luft aussehen. Ja, gar nicht so spektakulär. Also eigentlich war es viel cooler vom Boden aus, weil man da irgendwie sieht man dann aus dem Winkel halt die Masse der Farben viel besser. Da habe ich gleichzeitig auch die neue Return-to-Home-Funktion getestet. Das heißt, dass die Drohne sich ja während des Return-to-Home steuern lässt. Habe ich jetzt noch für mich keinen Einsatzzweck gefunden, wie ich das gut benutzen kann. Aber es geht. Also man kann in alle Richtungen, hoch und runter, muss man halt echt ein bisschen aufpassen. Ne? Ich saß da im Auto und habe aus dem Auto heraus dann die Drohne gesteuert. Ging völlig problemlos. Also auch in gewisser Entfernung keine Einbußen. Ja, dann habe ich noch dieses wunderschöne Feld gesehen. Raps ist das, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Ich dachte, da muss ich mal drüber fliegen. Das sieht echt so cool aus. Und ja, also keine Ahnung. Ich habe keinen Motion Blur, ich habe keine ND-Filter. Vielleicht ist es nicht Cinematic, ist aber trotzdem eine schöne Aufnahme, finde ich. Also ist ja auch völlig egal. Das mit diesen Filtern verstehe ich nicht gut. Also nee, ich verstehe schon technisch, aber optisch. Naja. Ja, da wollte ich einfach noch ein bisschen Fliegen üben. Das heißt, einfach ein bisschen hin und her, ein paar Kreise fliegen und sowas. Das fand ich irgendwie schön, weil die, klar, man sieht die Straße vom Menschen gemacht, aber dann die Natur ja auch. Also an den geraden Linien, da ist nichts mehr natürlich. Ja, dann bin ich noch zum Tagebau gefahren. Das ist immer schrecklich, echt. Guckt euch das mal an. Was wir der Erde so antun, Riesenloch im Boden. Alles nicht so schön, aber spektakuläre Fotos. ja, und dann, wie mache ich die Nachbearbeitung? So schnell und so kurz wie möglich. Also ich habe echt keinen Bock darauf. Deswegen Bilder importieren und ich habe so ein Programm, das heißt AirMagic. Das ist auch von Skylum, die auch das Luminar machen. Ne? So ein Standalone-Programm. Einfach ein Bild reinziehen, super easy, zack, auf die Fläche ziehen. Und dann fängt das schon direkt an zu rechnen. Es macht so verschiedene Analysierebilder, bla bla, keine Ahnung. Ich glaube, das will einen nur beruhigen, indem es da immer andere Sachen schreibt. Aber im Prinzip startet das jetzt halt seine automatische Bearbeitung. Das ist so eine, weiß ich nicht, intelligente Dings. Ja, und das ist eine Foto, was ich gemacht habe. Das hat die App draus gemacht, oder das Programm draus gemacht. Hier kann man die Stärke des Effekts einstellen, man kann verschiedene Effekte einstellen, aber der Basiseffekt ist eigentlich reicht schon für Instagram und Internet und sowas. Und dann hat man diesen tollen Schieberegler. Exportieren, zack, fertig. Also da muss man, finde ich, was weiß ich, da kann man, ja, man muss ja auch nicht immer so übertreiben. Man kann ja auch die Bilder mal ein bisschen natürlich belassen. Das gleiche mache ich dann auch und zwar viel öfter noch mit Snapseed. Das ist eine Gratis-App, die ist von Google. Damit kann man auch RAWs entwickeln. Das mache ich jetzt immer als erstes, aber die Basiseinstellungen, die das Programm automatisch, die App automatisch wählt, die sind schon gut. Ich drehe dann einfach so ein bisschen nach meinem Geschmack. Was weiß ich, da kann man echt rumprobieren, kann man ja nichts kaputt machen. Sättigung rein. So, das war die RAW-Entwicklung und jetzt kann man das Bild halt noch bearbeiten. Da mache ich dann auch gerne die Sättigung rein. Jetzt gefällt mir das aber nicht oben in den Bäumen. Also gibt es da quasi wie eine Ebene. Ich kann dann die Ebene aufrufen und mit dem Pinsel die Änderungen reinmalen, da wo ich sie haben will. Und oben dann dementsprechend nicht. Das heißt, die Bäume bleiben davon unberührt. Zack, fertig. Foto gut, Foto fertig. Speichern und das war's. Also mehr muss man da wirklich nicht machen. Klar, kann man jetzt mal irgendwas rausschneiden oder so. Aber habe ich meistens überhaupt keinen Bock drauf. So, das ist das fertige Foto. Ich bin zufrieden. Ja, das war das gemeinsame Flugabenteuer und mein Workflow fürs Editing. Ich mache mir das tatsächlich so leicht wie möglich. Ich habe keinen Bock, stundenlang am Computer zu sitzen. Ich sitze eh schon den ganzen Tag am Computer. Dann will ich nicht abends auch noch da sitzen und irgendwelche Fotos bearbeiten. Und ehrlich gesagt, ich sehe das so pragmatisch. Wenn mir die Kunden die Bilder so abkaufen, wie die aus dem Handy kommen, dann verkaufe ich denen noch Handyfotos. Ist mir doch egal. Also ist doch echt so. Heutzutage kommen wirklich gute Bilder aus Handys, dann machst du die vielleicht, die sind alle überbelichtet, machst du die einfach ein bisschen dunkler oder was weiß ich, nimmst ein bisschen die Farben raus, weil moderne Handys da so viel reinknallen. Mehr muss man da nicht machen. Das sind gute Fotos. Also was soll ich noch mehr? Warum? Also macht ja gar keinen Sinn. Und mit der Mini 2 ist das genauso. Also ich habe dieses AirMagic-Ding.
ja, ey, funktioniert. Und wenn ich dann doch mal will, dann kann ich halt mit Luminar irgendwie RAW bearbeiten. Aber warum? Also was? Schreibt doch mal in die Kommentare, was macht ihr mit diesen Fotos? Also druckt die jemand auf riesigen Plakatwänden oder verkauft ihr das an Kunden, die eine 10.000 mal 20.000 Auflösung haben wollen? Wahrscheinlich nicht, oder? Dafür hat man keine Mini 2. Und ich denke, um die Bilder so ein bisschen zu bearbeiten, dass man die einfach schön angucken kann, reicht das völlig. So, das dazu. Wenn ihr Anregungen habt, was ich als nächstes machen könnte, welche Abenteuer, ob ich mir die R2S kaufen soll. Ich brauche ein bisschen, ich muss überzeugt werden. Ich habe zwar gerade gar keine Kohle dafür, aber eigentlich würde ich die trotzdem gerne haben. Gut. Also, das dazu und schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.